Freunde, bevor wir ins Video reingehen, ein kurzer Reminder zu meinem Partner Holzkern. Wer Holzkern von euch immer noch nicht kennt, bei Holzkern trifft Natur auf modische Accessoires. In Form von Uhren, Ketten, Handtaschen, Sonnenbrillen etc. pp. Hierbei ist es egal, ob als Geschenk für eure Freundin, als Geschenk für euren Freund oder ihr gönnt euch selber einfach mal was. Ihr habt eine unfassbar große Produktpalette, sodass wirklich für jeden etwas am Start ist. Wer mich verfolgt, weiß, dass ich die Produkte von Holzkern jetzt schon sehr, sehr lange nutze und immer noch absolut happy damit bin. Wally ist tippitoppi und der Tragekomfort ist ebenfalls sensationally. Und hierbei ist es egal, ob Ketten oder Uhren. Bei den Uhren habt ihr sogar noch kleine Werkzeugtäschchen mit dabei, nenne ich sie jetzt einfach mal, wo ihr selber das Bandlet kürzen oder verlängern könnt. Ihr habt auch noch Erweiterungselemente mit dabei, sodass ihr keine Angst haben müsst, boah, passt die mir wegen meinem Handgelenk. Dies, das könnt ihr alles selber machen, müsst nicht in Juwelier, geht easy peasy. Das Ganze kommt dann immer in so schicken Aufbewahrungsboxen, sodass ihr das, wenn ihr es mal nicht tragt, trotzdem schön in Szene setzen könnt. Und bei jedem Produkt ist natürlich, wie der Name es schon sagt, entweder Holz oder aber auch Stein mit verarbeitet. Somit ist jedes Teil irgendwo ein Unikat, weil nicht jede Holzmaserung ist gleich und nicht jede Steinschraffur. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne mal ab. Mit dem Code Keller spart ihr knackige 10% auf euren Tutto Completo Einkauf. Link ist unten drin in der Videobeschreibung. Gerne mal abchecken. Und ja, tobt euch mal aus auf der Seite. Also fündig werdet ihr da auf jeden Fall. Ist für jedes Portemonnaie was am Start. Und wie gesagt, mit dem Rabattcode hier, ne? Gerne abchecken. Link ist unten drin. Viel Spaß beim Shoppen. Willkommen auf YouTube. Es gibt heute keine Breaking News, weil ich erst seit ein paar Stunden Internet habe und eine Breaking News immer ein bisschen länger dauert. Und ohne Internet kann ich keine Breaking News machen, weil ich brauche das Internet dafür. Ihr müsst euch bei meinem Nachbar bedanken. Der hat das Internetkabel nämlich wieder kaputt gemacht. It is what it is. Was soll ich tun? Ey, Ladies, einmal um euch kurz abzuholen. Wir haben einiges verkauft. Jugendspieler, die zurückgekommen sind, haben wir abgegeben. Ich glaube, der teuerste Abgang war Morzelli, Junge. Für 75 Millionen, der ist verletzungsanfällig, brauche ich nicht. Unsere Spieler verletzen sich so schon oft genug. Brauchen wir nicht, Chat. Den habe ich abgegeben. Für 75, dankbares Geld. Zeitgleich habe ich abgegeben den Gefangenen von Azkaban. Für 40 Millionen. Alle unsere Mittelfeldspieler sind besser und das Geld können wir dann gut gebrauchen, weil wir dauerhaft ausbauen können. Zeitgleich habe ich Gringel abgegeben, weil der ebenfalls verletzungsanfällig ist. Brauchen wir nicht, können wir nicht großartig mit planen. Ist Quatsch. Der Rest sind nur Laien. Alles nochmal verliehen hier. Ein bisschen so ist hier nichts groß passiert. Was passiert ist, ist unter anderem nichts. In der ersten Mannschaft hat sich nichts geändert. Aber in der zweiten, Tim Dembélé muss hier noch rein, der war verletzt. Zweite Mannschaft ist jetzt sehr stacked. Was hat der denn hier? Der fällt wieder aus, aber ihr seht schon, der ist schon bei einer 73. Ja? Raul in der zweiten, die Flügel sind ein bisschen Arschritze, aber Mittelfeld ist stark, sodass wir immer daraus schöpfen können, weil wir spielen Champions League. Ja? Dass wir möglichst viele gute Leute, deswegen sind hier auch noch so viele am Start, dass wenn wir welche hochziehen, trotzdem hier die Leute spielen können. Wir sind nämlich jetzt hier in der Regionalliga-Chat und hier steigt nur der Erste auf. Ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Sponsoring hat sich soweit auch nichts groß verändert. Hier fehlt uns noch ein Sponsor. Die Banden fehlen noch 15. Da haben wir aber bereits einen losgeschickt. Infrastruktur bauen wir jetzt gerade aus. Fanartikel, Trainingszentrum und ihr seht das Stadion. Ich habe es nur minimal nochmal ausgebaut. Das siehst du gar nicht. Ich hoffe einfach, dass ich dadurch irgendwie den Bug loswerde. Ob das funktioniert, I don't know. Weiß ich nicht. Aber ja, gucken wir mal. Und das, Ladies and Gentlemen, wird die letzte Saison sein. Nach der Saison ist Schicht mit dem Projekt FC Seitenstich. Somit bündeln wir hier heute nochmal alles. DFB-Pokal, Champions League, wir gucken, was geht. Maybe ein bisschen oben Tabellenspitze rankraxeln. Wir schauen mal. 100 Subs und Steine. Nee, das Interesse, das, so fair muss man sein. Das letzte Video hat, glaube ich, gerade mal so 8000 Aufrufe oder so. Das macht dann keinen Sinn mehr. So, da muss ich mich dann ergeben, was das angeht. Aber das ist für mich immer ein guter Indikator. So, was das Interesse und so angeht. Deswegen ist hier Schicht. Nach der Saison. Merchandise vielleicht noch. Wir können jetzt einen Trainingsanzug herstellen, Chat. Mal gucken, was das bringt. Ich habe hier irgendwo ein Hundetrikot hier noch gemacht. Hier, Chat. Hundetrikots, Junge. Die echten Hundetrikots. Give your best, ey.
Ja, nee, geht auf jeden Fall auch klasse los hier, oder? Torlak, Junge. Du bist hier nicht so beliebt, ne? Ja, können wir doch auch mal erste Runde rausfliegen hier, oder wie sieht's aus? Schieß doch mal ein Tor da. So. Kevin Oelek. Bringen wir ihmchen. Bringen wir Franco. Und den Rest lassen wir fahren. Das ist... Das wird geil werden, Chat, glaube ich. Es wird eine phänomenale Saison werden. Wir sind uns einig, oder? Muss ich tauschen. Gut. Guten Sachen. Eine Woche. Zwei Wochen. Hey, ist geil. Ist gut. Sascha hat gespielt, ne, bei den anderen. Sascha, Stefan, was für Sascha. Der Sascha, ey, der echte. Gegen Rostock. Erstmal gut. Sponsor Puma. Ey, wir haben Hauptsponsor Adidas neben Puma. Ey, wir sind sehr seriös mit der Klamotten, ne? Nehmen wir Chat. Dann sind wir hier voll. Bande ist leider noch nichts da. Mitarbeiter können wir auf den Lehrgang jagen. Und ansonsten haben sie sehr gefreut. Ja, gut. Platz 2. Ja, ne, ist geil auch. Knöchelprellung. Für was bauen wir hier überhaupt hier was aus, medizinisch und so? Bringt ja nichts, ne? Ist geil. Kalle, du bleibst hier. Was willst du denn bei Real Madrid, Junge? Können doch nichts. Gehen wir rein. Yassin Hidraoui Akacha. Klar, Kevin Krölek. Rubenrott. Kevin Krölek und Eigentor Kalle. Gut. Super. Super toll wieder. Kalle, was machst du da für eine Scheiße? Kommt Runa, der hat ein Eigentor gemacht. Der spinnt wohl. Kevin, mach einen dritten. Was ist das denn jetzt? Wir werden nachjustieren, Chat. Wir kommen noch mal über die Schlussviertelstunde. Gut. Super Saisonstart auch dann. Sponsor enttäuscht. Ja, heul doch. Such dir halt ein anderes Spiel aus, du Sponsor. Wieso ist hier alles rot? Chat, 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 ey. Joi, ey, Top 4, ne? Da sind wir doch, Chat. Gib mal her die Gruppe. Natürlich, gegen unseren 75 Millionen Star-Transfer können wir ran. Sociedad Amsterdam AC ist machbar, ne? Sind wir ehrlich, oder? Ich weiß nicht, wie Ajax drauf ist. Eigentlich sieht es erstmal schaffbar aus. Das ist doch eine Scheiße mit der Scheiße hier. Union. Furet mit Gelb. Hol dir doch gleich eine Rote ab. Kalle, meins richtige Tor. Bin begeistert als ein Trainer, ne?
Albert Runner. Wilmar Garcia. Ist der Spielmacher? Yes, Sir. Schwache Nerven ist super. Brauchen wir gerade. Gut. Kevin, ich brauche eine Bude von dir, ne? Lami auch okay. Jetzt Kevin. Mann, was soll denn das? Geht doch. Geht doch, Chat. Da muss der Mittelfeld hier mal die Buden machen. Mein Gott, ne, du, ey. Bisher spielen wir äußerst bescheiden, möchte ich mal sagen. Wenn das Spiel so schon losgeht. Kalle ist gar nicht da gerade. Boah, Furit eine 5. Slivo 5. Waren wir hier nicht tiefer? Ne, ist richtig. Leverkusen war nie ein Problem. Aber jetzt. Ich bin bisher überhaupt nicht zufrieden hier. Erstes Spiel in der Champions League. So, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir richtig da. Jetzt müssen wir nur noch. Die sind trotzdem besser, ne? Was soll der Mist hier? Ich spiele mal Hammer raus. Let's go. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. In Amsterdam 1-0, 3 Punkte. Wir sind Erster. Five up. Mitnehmen. Lassen laufen. Sascha, wichtig. Aber keine guten Noten, ne? Mal abgesehen von der Verteidigung. Dembélé kriegt ein paar Minuten. Ross kriegt ein paar Minuten und Torlak. Souveränos ist absolut anders. Jetzt kommt Mainz. Geil. Die Mainzer, Junge. Die sind schon wieder Vorletzter. Und trotzdem werden wir es nicht packen. Stadion ist ausgebaut. Geil. Gut. Gut, gut, gut. Gegen die Mainzer. Runner auf Vorsicht. Lami Runner.
Klar besser. Ja, let's go, Chat! Es ist vorbei! Das Leid ist endlich vorbei! Ja, gut! Fluch besiegt und Mainz auf Platz Nummer 18 geschossen. Wir haben Sponsorendingen hier gehabt, ne? Wiesenhof. Weiß ich ja jetzt nicht. Aber wenn die bezahlen, Junge. Komm ran hier. Kämpft um jeden Ball gegen AC Mailand. Und bitte keine roten Karten. Sascha, Junge. Für solche Spiele brauche ich dich. So. Jetzt keine rote Karte. Oh, Chat. Riecht ihr es auch? Der Duft des Erfolges. Gib den Belé rein. Aus Girona müssen wir schon. ...2-0 zu Hause gegen den AC Mailand, Chat. Keine Chance haben die. Wer rennt denn da rum? Ja, der kann ja nichts. Der hat einen Torriecher von 79. Der trifft da gar nichts. Die haben ja gar nicht so eine starke Truppe, ne? Ja, nichts gesagt, Entschuldigung. Nee, auch komplett kacke, die Truppe hier. Machen's mal so, wir müssen ein bisschen rotieren jetzt. Bringt ja nichts. Dürfen uns noch nicht kaputt rotieren. Tim Dembele. Neves rein. Komm, mach da 2-0, dann ist es entspannter. Nehmen wir mit. All good. Da sind wir wieder. Was macht Schalke denn hier? Was geht denn hier ab? Huba Buba im Tor? Uedraogo? LOL. Der ist einfach wieder bei Schalke. Wild. Leipzig, Levante, Levanti, Entschuldigung. Und jetzt wieder bei Schalke. Aber wir können, warte mal, wir können hier Dings jetzt. Wo ist das hier? Trainingsanzug, nehmen wir mit rein. Was können wir denn wegmachen? Handtuch, Wimpel, Aufnäher, komm weg. Quatsch da. Trainingsanzug, aufnehmen. Und dann wird erstmal eine Marketingkampagne gemacht hier. Wir brauchen die Kohle, Junge. Was ist los? Kalle Topseller hier. Mit Sascha und Broski. Kevin Kröleck auch vorne mit dabei. Auf René hat gar keiner mehr Bock. Ja, nee, machen wir weiter, oder? Nachträglich gesperrt haben wir auch so viel Auswahl auf dem Flügel vorne. Also ja. Gegen Leipzig. Leipzig, Leipzig, Leipzig. Neves stark. Das lassen wir laufen. Ausgeglichenes Spiel. Furet. Punkt nehme ich mit. Punkt ist okay. Danny mit einer 1. Punkt können wir mitarbeiten. Geht fit. Machen das.
auf gemütlich. Ach ja, Kalle, du hast keine Lust mehr bei uns zu spielen, kann das sein? Ich muss sagen, je öfter ich den neuen Song von Linkin Park anhöre, desto geiler finde ich den. Ich fand den zum Start schon gut, aber ich habe den ähnlichen Dings gehabt. Ich fand den zum Start schon stark, jetzt finde ich den geil. Krass geil. Ich finde auch geil, dass René eine 5,5 hat und gelbe Karte und ich keinen IV mehr auf der Bank habe. Das finde ich auch sehr geil. Ich mache hier einen Doppelten. Wir müssen übers Mittelfeld jetzt kommen. Da geht überhaupt nichts. Unentschieden. Gegen den vermeintlich schwächsten Gegner auf dem Papier, würde ich mal behaupten, oder? Wobei Tell rennt da rum, aber auch gar nicht mal so gut. Ja, Rückspiel müssen wir gewinnen. Kölle Ahmed Torlak-Chat. Gut. Hä? Bisschen was über da außen bringen. Ahmed Torlak-Chat. Nehmen wir es lieber noch, oder? Wichtig. Gut. Danny Elber gehalten. René wieder zu null, habe ich nie anders erwartet. Ja, René macht einen stabilen. 16 Punkte. Und Schalke jetzt hier auch mal langsam am Verlieren, ne? Hier holen wir noch einen. Claudia, du bist einzige Außenbandriss im Leben, der mir lieben tut. Ja, Julian auch. 59 Stärke, gut. Raoul, Doppelpack, der Starcheck. Gegen Rostock in Runde 2 und wir gehen 1 zu 0 Rückstand. Ist doch super. Aber ganz geil eigentlich so von der Performance her. Kann ich hier unten nicht was sagen? So. Auch mal die Handbremse lösen da vorne. So, jetzt muss er Kevin bringen, Torlak bringen. Boah, den Käsemann da hinten bringen ist mir zu heiß gerade. Nimm's lieber noch runter. Nein! Oh Gott! Ja! Ja! Ja, Jack! Ja! Wir haben aber auch einfach eine geile Elfmetertruppe, ne? Muss man da mal festhalten. Die sehen alle phänomenal bei Elfmeterschießen. Eieiei. Bayern drin, Dortmund drin. Leipzig ist raus. Leverkusen aber auch noch drin. Komm, gib mir da Alemannia Aachen. Oder Dresden ist auch okay. Dortmund gegen Mainz. Bayern gegen genau. Was sind denn hier für Vereine noch drin? Oh, Gladbach gegen Kölle. Derby. Raoul startet, Chat. Raoul gegen Hamburg. Sind Elfter.
Raul! Defensive wieder keine Lust, so ehrlich. Ja, nee, ist geil. Machen wir richtig gut Arbeit hier hinten. Können wir den Käsemann bringen. Franco Runner. Kevin rein. Benji rein. Der Lieblingsgegner, ne? Da verlieren wir dann auch mal. Boah, guck dir die Werte. Also, das ist ja. 16 Punkte. Mentaltrainer rein. Schnauze voll jetzt. Hier kommt die Spielerfeier. Ey, Bayern mit den Aldi-Stadion, ne? Geile Nummer wieder. Gute Musik, Limp Bizkit, Fred Durst. Wichtig, Sascha, sehr gut. Guck mal, René direkt da und hier der Standard-Dings ist weg. René auch direkt mit Gelb, gut. Ich kann den nicht runternehmen mit 1-5. Dafür ist das Ergebnis noch zu wackelig. Wir lassen laufen, da muss jetzt der zweite schnell drauf. Sehr gut. Nein, Kevin! So, jetzt kann ich dich runternehmen, kann ich den Käsemann da bringen. Und, Torlak, ein Schuss hätte ich noch frei. Würde ich schon fast mit Benji gehen. Kevin, da machst du ihn doch noch. Benji mit Vorlage, gut. Sehr gut, Chat. Das sollte eigentlich das Weiterkommen sein, oder nicht? Ja. Ich sage jetzt einfach mal ja. Im besten Falle braucht er nur eine Halbzeit zocken. Aber wobei Viper ist nicht mehr da, ne? Der ist nach Real gewechselt. Und Moritz Oswald ist verletzt. Und bei uns ist Ahmed Torlak verletzt. Und jetzt haben wir richtige Probleme. Ja, gut. Und der Igor macht auch noch eine Bude. Das ist eine Scheiße hier, ne? Ich muss den runternehmen, sonst ist er gleich verletzt und dann stehen wir da. Da fällt aber auch nichts rein. Livo wichtig. Noch ein. So kommen wir hier nicht voran. Wir laufen Training zu wenig, sie wechseln zu wenig aus. Training ist zu hart, konditionell sind andere besser. Sie sollten ja einwechseln, weil die Geld mehr nutzen. Mein Gott, ey, auch nur am Rumnölen, du. Dortmund! Oh, Junge, Alter, what the fuck? Ey, das sieht aber nice aus. Also rein von der Atmosphäre ist geil. Guck mal, auch da mit der Unterführung noch unten drunter. Ja! Boah! Kevin, Alter! Geiles Dingen. Boah! So ein nicer Angriff. Seitenwechsel direkt genommen.
Jetzt auf Kevin. Was machst du da? Gut, Freistoß rausgeholt. Nichts zu sagen. So, jetzt reinschippen. Nur antitschen den Ball. Ja, das ist Quatsch. Ja! Let's go, Tilt! Raul! Guckt es euch an, Chat! Guckt es euch doch an! Komm, Raul. Traumpass! Und er kann den nicht annehmen! Warum? Mach was, mach nachsetzen. Ist die 25 eine Frau oder was ist das? Mann, das ist doch kein Tor! Guck mal, wie groß ist der? 1,24 Meter oder? Gut. Gut. Der kann ihn nicht annehmen. Und wieso sind wir so offen? Dreht ihn um da. Ja. Gut. Ich hab den drin gesehen, ne? Ich hab den wirklich drin gesehen. Kleber bringt du da auch nicht, ne? Sind wir ehrlich. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Geil, oder? Ach komm schon, Alter! Natürlich die IV hier mit Gelb. Brandrede jetzt hier. So, Überzahl. Überzahl, jetzt müsste aber auch. Oder ihr lasst es sein, ist auch okay. Alter. Ja, aber wir sind weiter, Chat. Weiter sind wir. Und AC fliegt raus hier, wa? Jawohl, Slee, wo ist wieder so weit? Oder für den Royal Rumble fit sein? Oder wie sieht's aus? Keiner kann euch aufhalten. Ihr müsst zeigen, dass ihr es wert seid, das Trikot zu tragen. Ja. Will ich jetzt aber auch mal sehen. Wieder ein Mann mehr. Und ihr bleibt alle drauf. Ist zu wenig, was die hier spielen. Geht doch, Chat. Der Spieler aus der zweiten Mannschaft muss hier die Bude machen. Jetzt sind 8 Punkte, ne? Das geht schnell. Noch sind wir da oben dran. Zeit für Raul, Chat. Ich meine, gegen Bayern verspreche ich mir jetzt nicht so viel damit, ihre Star-Ensemble in der Offensive. Konrad Leimer rennt da noch rum. Jo, klar. Einmal auf die Fresse kriegen zum Mitnehmen hier. Ja, können wir direkt alles rausnehmen hier. Yay.
Die haben aber auch eine Truppe hier, du leck mich am Seil. Schneckenberger bringen die ja noch. Wer ist denn Schneckenberger? Kann nix. Ja, sehr, einfach Tabellenmittelfeld jetzt. Klar. Sicher. Kevin, bitte, streng dich doch mal an. Anthony 5, kommst direkt wieder runter. Also Liga geht überhaupt nichts, ne? Boah, Platz 10. Viel mehr. Gut, wir leben auf jeden Fall. Wir leben und Kevin lebt auch wieder. Überfällig. Torlak rein, Raoul rein. Kalle, spiel dich da raus. Hätten wir Kalle nicht bringen dürfen. Gib mir Brügge. Was denn für Arsenal? Gut, Kevin, super. Das ist doch nicht mehr normal da hinten in der Verteidigung. Ist ja nicht mal so, dass wir schlechter sind. Boah. Bruder, hier läuft einiges falsch, ne? Ich dachte, Torwart-Trikot, was für Türvorlage. Was soll das denn sein? Wurm, ja, aber wir haben auch keine Team-Dings, keine Team-Dynamik. Und Verletzte haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Guck dir das an, wir treffen einfach vorne nicht. Slivo, let's go! Kalle ist auch wieder da. Meine Fresse, ey.
6 Punkte bis Dings hier. Die haben alle nur 30. Hier sind 4, hier sind 7. Hier passiert gar nichts. Übereifriger Masseur. Beim Massieren von Spielerfurt etwas zu gut gemeint. Was hat er gemacht? Happy End oder was hat er gemacht? Oje, oje. Gut, gut. Ja, genau, oder? Mach minus 5. Haben wir noch Glück gehabt. Finch, gute Leistung. Prem plus 1, Brück, gute Leistung und viel gelernt. Muss den schon fast mit hochziehen. Stress in der Schule hier, der Albut. Ey, also... Ich weiß nicht, wo das Ganze hier hingehen wird. Wir müssen es auf jeden Fall fangen. Spätestens für die Champions League. Das Ding ist aber, den werden wir hochziehen können. Dafür ist er zu stark. Da muss er hier runter. Ja gut, hier haben wir erstmal ein paar Spielchen. Und Arsenal kommt nach Hoffenheim und Mainz. Maybe kriegen wir hier mit Dresden-Freiburg diese Viererrunde hier. Kriegen wir da wieder ein bisschen Selbstvertrauen mit rein. Champions League holen wird nicht möglich sein, aber eine Runde weiter wäre schön. Wie wir das machen, weiß ich stand jetzt noch nicht. Aber wir werden es herausfinden am Sonntag im allerletzten Ritt im El Grande Finale. Auf YouTube würde mich selber eine positive Bewertung freuen, aber auf dem Kanal, falls du noch keins da gelassen hast. Yes, sir. Luli, Luli, Mann. Kommentare für die Kommentare. Damit die Kommentare was zu tun haben. Ne?